Wir sind hier mit Tobias Steinberger, der Musiker, der uns hier die Instrumente vorzeigen wird, die Norbert Eckermann mitgebracht hat, von Eckermann Drums. Schön, dass du da bist, erstmal. Hier gibt es ja unendlich viel Auswahl. Mit was fühlst du dich am meisten zu Hause? Das kommt immer auf die Situation drauf an, was am besten quasi für mich in einer Band oder musikalisch passt. Also wohlfühlen tue ich mich bei allen Instrumenten. Also sind alle für mich handgebaut worden. Ich würde sagen, wir können einfach von klein nach groß vielleicht beginnen. Das heißt, wir könnten bei der ganz einfachsten Trommel vielleicht anfangen. Das ist die da und klingt so. Für mich ist es aber ein bisschen wie eine Drumset-Funktion, wo man Bass, Snare und quasi die ganzen Toms hat. Und deswegen verwende ich es wahnsinnig gern auch im Bandkontext mit einem Mikrofon. Stark. Was für einen Zweck hat die? Die sieht so aus, als ob die sehr viel könnte. Ganz genau, das stimmt auch. Die ist eine Kreation von Norbert selbst. Die vereint ganz viele verschiedene Tamburine, die es auf der Welt gibt. Er nennt es Kreischer. Und das vereint zum Beispiel da die mit diesen Stellen die Seite aus Italien quasi, Tamburello heißt es dort. Dann innen hat es eine Snare-Seite, die ursprünglich aus Marokko kommt, vom marokkanischen Pendir. Hier haben wir noch Ringe, die kann man ursprünglich wie bei dieser Trommel aus dem Iran. Und da haben wir noch ganz starke, dicke Schellen, die ursprünglich aus Ägypten, aus dem türkischen Raum kommen. Und die gleiche Trommel gibt es in ein bisschen größer. Das ist in die Version, die Norbert für mich customized hat. Klingt dann ungefähr, du kannst ja gerne mal in der Hand halten. Ja. Und dann mal ausprobieren, wie das funktioniert. Ganz genau, wenn man sie ein bisschen dreht. Und dann auch noch auf dem Fell. Genau, dann kann man auf beides zugreifen, also dass ich wechseln kann von auf dem Fell spielen und auf die Schellen spielen. Episch. Mit denen spielst du auch mit denen? Absolut, ja. Ich verwende eben oft so, dass ich mit denen auf der Trommel spielen. Danke für das Präsentieren von den ganzen Instrumenten. Ist wirklich genial, was man damit alles machen kann. Und bevor wir zu Platz 1 kommen in unserer Chartshow...